Hallo meine wunderbaren Zwillinge und herzlich willkommen zu eurem, zu deinem persönlichen Orakel für die für das letzte Quartal, Oktober, November, Dezember 2022. Ich bin Xenia, der Funky Oracle, das Orakel für das Unterbewusste und begrüße dich ganz herzlich hier mit mir gleich in deine Energien von dem letzten, in den letzten 3 Monaten reinzuschauen. Ich bitte dich gleich zu Beginn, mir zu erlauben, deine Energien zu lesen. Dafür like und kommentiere gerne mit deinem Namen, Sternzeichen, Herzchen das Video. Damit erlaubst du mir, mich mit deinen Energien zu verbinden. Damit erlaubst du deinem Herzen, sich zu öffnen, sodass die Botschaften dich auf der Herzensebene erreichen. Und damit hilfst du dem Video weiterzugehen und damit anderen wunderbaren Seelen da draußen, dass sie dieses Video sich anschauen können. Ich möchte, dass du diese Zeit so nutzvoll wie möglich verbringst. Daher lass uns gemeinsam unser Bewusstsein, aber auch Unterbewusstsein öffnen, denn vieles, was ich channeln werde, oder einiges, nicht sofort vielleicht sich melden mag und erst sich in deinem Unterbewusstsein abspeichert und später sich melden mag. Also ich bitte dich da ganz offen dich zu machen. Ich liebe dich, ich bin München und ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ist, ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du, mein wunderbares Licht für die Zwillinge, bitte, die letzten 3 Monate. Wir schauen in die letzten 3 Monate, in die letzten Energien. Wo steckst du gerade? Was machst du gerade? Da in diese Zeit, es gibt eine wunderbare Kollektivlegung, die findest du, den Link dazu findest du gleich unten als ersten Link in der Videobeschreibung. Da siehst du schon mal die Hauptrichtung. Und ja, ganz intensiv, aber auch schön wird es, denn es wird nochmal entbereinigt, sagen wir mal so. Ne? Das Kollektiv schaut nochmal auf das Jahr zurück, trifft Entscheidungen. Ich empfehle dir wärmstens, die Kollektivlegung anzuschauen. Das hilft dir dann nochmal, das Endergebnis für dich besser zu verstehen und generell deine Zeit für dich auch zu bestimmen, zu kreieren. Unter welchem Hauptelement sind wir hier? Das sind die Hauptenergien, Königin der Kelche und 3 der Kelche. Mhm. Ja, auch hier erlebst du eine wunderbare, starke Energie der Liebe. Das heißt, auch dieser Monat, diese Zeit steht im unterm Zeichen Liebe. Die ist es viel wichtiger, dass man sich versteht, sag mal so, ne, als es, dass es vielleicht, dass man sich so oft sieht, dass es, da sagst du, okay, dann sehen wir uns halt so oft, wie wir uns sehen, aber Hauptsache, uns geht es gut, wenn wir uns treffen. Also hier geht es auch um emotionale Verbundenheit. Du übernimmst auch Verantwortung für deine Gefühle mittlerweile immer mehr in deinem Leben, dass du nicht die anderen dafür verantwortlich machst, wie es dir emotional geht. Ne? Och, ich vermisse dich so sehr und mir geht es so nicht so gut deswegen, sagen wir so. Ne? Das wäre sofort in bestimmten Situationen quasi diese Verantwortungsübertragung. Also der Zwilling übernimmt immer mehr Verantwortung für seine Emotionalität. Das führt dazu, dass Zwilling in dem letzten Quartal viel mehr die Geselligkeit genießen kann, weil man sich von den Verantwortung, von den Erwartungen auch an die anderen, die sollen mich doch so behandeln, die sollen mich so behandeln, die sollen das zu mir sagen, man entfernt sich immer mehr davon, weil man die Eigenverantwortung für seine Emotionalität zurückerlangt. Wo stehen wir nun im Oktober? Ja, Oktober bringt noch diese nostalgischen Energien mit sich. Schau mal, die Erinnerungen aus der Getrenntheit, ne? Erinnerungen daran, dass man auseinandergerissen wurde, dass man nicht zusammen sein kann. Und das ist generell die, kann man sagen, die Hauptenergie der Zwillinge, ne? Weil man ja das spürt. Wer, wenn nicht du, verkörpert, sage ich immer, diese Energie der Dualität in sich. Das heißt, du merkst, dass das Leben, wie du es bis jetzt gelebt hast, in irgendeiner Hinsicht dir
nicht ermöglicht, in Vollkommenheit die Union innerlich zu leben. Weil nehmen wir an, du arbeitest so viel, dass du keine Zeit für dich selbst hast. Du hast Glaubenssätze in dir, die ständige Verantwortung von dir selbst Richtung andere dreht, womit du auch nicht glücklich bist. Also es hat auf jeden Fall gekitzelt und gekracht und man wurde getrennt. Das klingt nochmal im Anfangs Oktober so ein bisschen nach, bis du dann eine Entscheidung triffst. Und diese Entscheidung, ja, bezieht sich auf, sag mal so, weniger ist mehr. Darunter steht unser Oktober und auch der Vollmond. Weniger ist mehr und Hauptsache, ich bin gesund, sagen wir so. Ne? Ich habe ein Zuhause, ich habe meinen Körper, ich habe meine Hunde oder ich habe meine Wohnung oder ich habe mein Aussehen oder ich habe auch dieses Geld, was ich zum Beispiel eingespart habe oder ich habe dieses Geld, was ich verdiene. Sag mal, weniger ist mehr. Ne? Und das ist gut so. Du siehst quasi in den Kleinigkeiten des Lebens jetzt Hoffnung, sagen wir so. Weniger ist mehr für den Zwilling im Oktober. Das ist aber für dich eine sehr, sehr große Entscheidung, weil du dich bis jetzt ständig von den großen, aber gleichzeitig fremden Zielen leiten lassen hast und immer mehr feststellen musstest, dass wenn du dich auf das eine oder auf das andere Ding fokussiert hast, es zwar vielleicht gut gemeistert hast, aber es dich nicht so erfüllt hat, weil es nicht dein Ziel war. Und im Oktober spiegelt dir das aber, dass du gar nicht so viel für das Leben brauchst. Kann sein, dass du dich tatsächlich dein Leben lang von irgendwelchen unrealistischen Vorstellungen ablenken lassen hast und dachtest aber, das ist tatsächlich unerreichbar, aber das war bis jetzt vielleicht nur deswegen unerreichbar, weil es nicht dein Ziel war. Was dazu führt, dass du dich immer mehr mit deinen Lebenszielen beschäftigst. Dass du ab jetzt dein Leben von deinen auch gesundheitlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen und Umständen sozusagen gestaltest. Weniger ist mehr jetzt für das Zwilling im Oktober. Okay, unsere Katze hat Hunger. Komm mal. Und das führt dann dazu, dass du natürlich die November-Energie irgendwie auch in dir spürst. November-Energie ist die Skorpion-Energie. Und Ende Oktober quasi erscheint für dich so, sagen wir mal so, ja, dass du quasi das Leben nicht mehr von außen gestaltest, sondern von innen. Bedeutet, wenn du zum Beispiel in einer gewissen Selbstständigkeit arbeitest, in deine Vorstellung musst, jemand, der die gleiche Selbstständigkeit führt, das und das tun, so und so viel arbeiten, das und das verdienen. Du sagst mir mittlerweile, ich bin gar kein Morgenmensch, ich arbeite lieber abends. Deswegen betreue ich Kunden zum Beispiel ein bisschen die Puppen. Bis 11, 12 vielleicht sogar Uhr abends. Aber es ist eher besser für dich. Oder andersrum, du sagst, ich kann mich nur bis 15 Uhr konzentrieren. Deswegen lege ich alle meine Termine nur bis dahin. Also hier entscheidet Zwilling endlich eigenverantwortlich und von sich aus, was dir gut tut, was deine Gesundheit besser tut. Das zählt mehr. Das ist am Ende eine sehr, sehr gute Ausrichtung, weil du immer mehr selbstbewusster wirst. Und du erkennst, dass Selbstbewusstheit gar kein Hexenwerk ist. Selbstbewusstheit ist nichts weiter, als sich selbst zu kennen. So, das führt dann dazu, im November, schauen wir bitte schön, Ritter der Kelche und der Wagen, wunderbare, bereite Krebsenergie. Du merkst sofort, ziemlich schnell, innerhalb einige Wochen, wie produktiv du arbeitest, wie viel Spaß am Leben du hast, wie viel Zeit übrig du hast, dass du dich nicht kaputt machen brauchst. Du spürst quasi sofort die positiven Nebeneffekte von deiner Entscheidung. Auch materiell gesehen und du siehst, dass du tatsächlich weniger arbeiten kannst, aber sogar das gleiche Geld oder vielleicht sogar sogar mehr Geld verdienen kannst, weil du weil du dich einfach neu ausgerichtet hast, weil deine Entscheidung gut und richtig für dich war. Und das bringt so ganz neue, frische Energien im November, dass du Dinge unternimmst,
die auch mit Mobilität zu tun haben. Womöglich buchst du spontan einen Urlaub. Du buchst spontan irgendeinen Workshop in der anderen Stadt. Du möchtest dich gerne verbinden. Vielleicht gehst du spontan in die andere Stadt, um deine Freundin zu besuchen. Du wirst mobiler im November. Und egal, wie es da draußen ausschaut, du folgst deinen Gefühlen. Du spürst so viel Energie jetzt in dir, weil du quasi mehr Zeit für dich hast, weil du frische Energie in dir hast, weil du einfach mehr Freude am Leben hast. Und in der Zwischenzeit, wo du quasi was für dich tun möchtest, nehmen wir an, zum Beispiel neben der Arbeit, unternimmst du neue, verrückte, schöne, spontane Sachen, weil du das verdoppeln, vervielfachen möchtest. Du möchtest, dass dein hohe Energielevel tatsächlich oben bleibt. Also tatsächlich, auch hier erlebt das Kollektiv unbändige Kraft der Gefühle, und zwar aber unbändige, bändige Kraft. Also wir haben das gerade auch beim Stier gesehen, bei dem Widder. Gefällt mir nicht, habe ich Bock, habe ich keinen Bock. Das sind so die Entscheidungsgrundlagen für die letzten 3 Monate. Und auch für dich erscheinen Gefühle endlich als nichts mehr Fremdes oder Komisches, sodass du vielleicht noch nie im Leben "Ich liebe dich" gesagt hast oder dass du noch nie über deine Gefühle überhaupt nachgedacht hast. Und mittlerweile merkst du, dass Emotionalität kann auch wahnsinnig schön sein, wenn man endlich darauf hört, was es in einem möchte sozusagen, dass man endlich analysiert, möchte ich das, ne, weil du auch mit fremden Zielen auch deine Erfahrungen gesammelt hast, oder möchte es das alte Programm in mir, sprich, auch hier wird Zwilling im letzten Quartal emotional erwachsen und du erlebst, dass Emotionalität und der Bezug zu Gefühlen dich tatsächlich aus dieser Sklaverei befreien kann und es auch bereits tut, weil du viel mehr Freude an dem Geschehen hast, weil du überhaupt an die Freude glaubst und denkst und auch deinen Fokus gerade legst. Das führt dazu, dass Schützenenergie, bitteschön, wie endet nun der, andere Wagen hier in der Reihe, also ganz viel Bewegung. Schau mal, der andere Wagen nochmal, für November, ganz viel Mobilität sehe ich da, und das ist eine Mobilität, die bodenständig ist, das ist eine Mobilität, die Hand und Fuß hat. Sprich, wenn du etwas unternimmst, machst du das aus der Freude heraus und du kannst aber gleichzeitig auch deine Penibilität sozusagen benutzen. Sprich, du wünschst dir etwas und du setzt das aber sehr detailliert, also gut durchplant um, sagen wir so. Ja? Du merkst endlich, dass du deinen Perfektionismus nicht mehr, soll ich sagen, nicht mehr beschuldigen muss, weil du nicht an dein Ziel kommst. Du merkst einfach nur, dass du deinen Perfektionismus für fremde Ziele eingesetzt hast. Sobald du aber vor die Flinte dein eigenes Ziel setzt, sag mal so, ich will endlich frei sein, ich will mich endlich frei fühlen, ich will, dass es mir endlich gut geht, und dann bringst du nicht nur deinen Wunsch, was immer lauter wird aus dir, sondern auch deine Detailverliebtheit, dein Perfektionismus, sagen wir so, zusammen. Sprich, du planst etwas ins Detail, sauber, du bereitest etwas vor, du planst etwas durch, was am Ende noch für dich ist und für keinen anderen. Und das gibt dir unheimliches Gefühl der Freiheit. Du merkst auch, dass du endlich dein Geld zum Beispiel immer besser beherrschst, weil du nur die Dinge tust, die dir Spaß machen. Sprich, du bekommst immer mehr Sicherheit, Stabilität, immer mehr Souveränität im Umgang nicht nur mit Gefühlen, sondern auch mit dem Geld. Das Geld kommt zu dir und möchte auch bei dir bleiben, weil das Geld merkt, ich komme zu jemandem als Austauschmittel, der sich über mein Ankommen freut, weil es sich endlich ausgeglichen anfühlt. Sprich, passt du vielleicht auch endlich die Preise für deine Dienstleistung an, für dein Leben generell. Sprich, wenn du merkst, dass du mit jemandem sprichst, dass es was Wertvolles ist, dass du dich selber wertschätzt.
Zwilling schätzt dich in dich selber wert. Und das ist auch die, Dezember-Energie, ja, indem man immer mehr auf sich hört, indem man immer mehr seinen Wert sieht und auch seine Preise anpasst und sich dadurch auch endlich frei fühlt, weil man für sein eigenes Traum arbeitet und nicht nur für seinen eigenen Traum und nicht nur für den fremden Traum. Das führt dann dazu, schau mal, 4 der Schwerte und 2 der Schwerte. Geil! Du hast nämlich auch einen Vollmond im Dezember. Und nicht umsonst fühlst du dich auch so beflügelt und so stark, dass du endlich die Themen angehen kannst, die du womöglich jahrelang nicht bearbeiten konntest. Die kannst du jetzt aber endlich bearbeiten. Du kannst endlich für dein Wohl arbeiten. Weil früher hast du dich vielleicht darüber aufgeregt, dass du deine besondere, wertvolle Kraft für die Dinge verballerst, die nichts bringen, so, ne? Oder dass du viel zu viel gibst und nicht entsprechend zurückbekommst. Und jetzt mittlerweile merkst du, dass es an dir gelegen hat, weil du deinen Wert selber nicht gesehen hast, weil du deine eigenen Ziele vielleicht vergessen hast, weil du vielleicht für die fremden Ziele versucht hast, dich aufzupuschen, aufzupolieren. Und grandiose Erkenntnis geschieht dir im Dezember zum Vollmond in den Zwillingen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wann das ist. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. So. Pass auf. Der Vollmond im Dezember ist... Genau, der Vollmond in Zwillingen ist am 8. Dezember. Also um diesen Zeitraum kommt eine wunderbare Erkenntnis. Früher hättest du dich vielleicht für das Nicht-Tun erstens schlecht gefühlt, weil du nichts tust, du musst ja immer was tun. Zweitens kommt die Erkenntnis, sprich wenn du dir Auszeit nimmst, wenn du vielleicht den ganzen Dezember gar nicht arbeiten möchtest, weil du merkst, das Jahr war so intensiv, ich mache jetzt blau, dann machst du das und fühlst dich nicht schuldig dafür. Zweitens, da du jetzt für deine Lieblingssache arbeitest, kannst du dir auch verzeihen, wenn du nicht kannst oder nicht möchtest. Ja? Weil es gibt natürlich auch Momente in seiner Lieblingsbeschäftigung, bei denen man keinen Bock auf die Arbeit hat, auch wenn es deine Traumarbeit ist. Oder dass man entweder keinen Bock oder man gar nicht weiß, was gut ist gerade. Mache ich das richtig? Mache ich das falsch? Dass man so kreative Krisen durchlebt. Ja? Und da du aber nie, entweder für dein Ziel, für deinen Traum arbeitest, da du vielleicht endlich selbstbestimmt lebst, erlebst du diese Phasen, die sich vielleicht nach einem Tief oder nach einer Blockade anfühlen, entspannt. Weil du sagst, so what? Na, diese Mutter, die bedienungslos liebt, das ist die Hauptenergie dieser letzten 3 Monate. Du liebst nicht nur deine Sache, nicht nur dein Ding, nicht nur deine Arbeit, sondern eigentlich immer mehr dich selbst. Und verzeihst dir, wenn du nicht mehr kannst. Verzeihst dir, wenn du nicht weißt, was zu tun ist. Sprich, wenn du müde bist, erholst du dich. Wenn du dich zwischen 2 Dingen nicht entscheiden kannst, dann entscheidest du dich für eine. Und fühlst dich nicht schlecht dafür, dass du dich für das A und nicht für das B entschieden hast. Also diese Unentschlossenheit, die dazu führt, dass man gar nichts tut oder dass man müde wird, ja, dann es kann nämlich sein, dass du gerade ganz vieles vorhast und weißt aber nicht, womit du anzufangen hast. Und diese Unentschlossenheit zieht Kraft an dir. Und das am Ende ist wie so ein Kreislauf. Und du fühlst dich dann immer schlechter, noch schlechter, weil du merkst, verdammt, ich kann keine Entscheidung treffen, dann habe ich noch keine Kraft dazu. Ja. Alleine hier kommt auch die Bewusstheit vielleicht bei manchen da schon ein, dass man merkt, ach so, deswegen bin ich vielleicht so müde, deswegen kann ich vielleicht nichts tun, nicht nur weil ich nicht weiß, sondern weil ich mittlerweile auch nicht kann, weil ich keine Entscheidung treffe. Hier ist auch dein Ratschlag, mach's einfach. Triff eine Entscheidung, auch wenn es heißt, du schläfst und machst gar nichts. Wichtig ist nur, dass du weitermachst, dass du nicht stecken bleibst. So,
Weil man macht man manchmal nicht weiter, nicht weil man nicht weiß, was zu tun ist, sondern weil man Angst vor Konsequenzen hat. Und da du jetzt aber deine eigene liebevolle Mama bist, die dir selber sagt, dass es gut ist, was du tust, und die dich selber bedingungslos liebt, bist du quasi, hast du Freischein für alles, ja? Ob du etwas machen möchtest oder auch nicht. Vergebung steht ganz stark im Fokus für die Zwillinge, für den letzten Quartal. Das führt wiederum dazu, wir haben hier den Neumond im Steinbock, da zum Ende des Monats, schau mal, Muse der Stäbe und die Gerechtigkeit erlebt Zwilling. Ja, das führt dann dazu, dass du, schau mal, indem du die tiefen oder die ruhigen Phasen des Lebens immer mehr liebevoller erlebst, dass du dich nicht dafür strapazierst und bestrafst. Aus diesen Phasen lernst du endlich Kraft zu ziehen, sagen wir mal so. Weil es kann sein, dass wenn du eine Entscheidung treffen musstest, quasi die zwei inneren Stimmen, ne, die Zwillinge, konnten sich bis jetzt nicht einigen, das hat noch mehr an Energie gekostet, sodass du weder das noch das gemacht hast und quasi in so einer Stockstarre verblieben bist, dein Leben lang. Du siehst quasi die Parallelen, dass du in diesen tiefen Phasen des Lebens entweder in Beziehungen stecken geblieben bist oder vielleicht dein Leben so herausgekitzelt hast, dass du kurz vorm tatsächlichen Abgrund warst und du merkst mittlerweile die Parallelen, wo das herkam. Weil bis jetzt war es dir nicht klar, warum du manchmal so krass abgekackt hast im Leben, sag mal so. Ne? Wie konntest du so weit zulassen, dass diese Beziehung so lange gedauert hat? Weil du dich nicht getraut hast, eine Entscheidung zu treffen. Ja? Und die fehlende Entscheidungsfreudigkeit hat noch mehr zu Frustration geführt. Das war wie so eine Spirale, die nach unten geführt hat. Und aus der Frustration heraus hast du wieder keine Kraft schöpfen können. Ja. Am Ende, das ist wie quasi, Mutter hat zwei Kinder vor sich und irgendeine hat sich wehgetan oder beide haben sich wehgetan und es geht darum, wer hier schuld ist, wer nicht. Und dann sagt sie, es ist mir völlig egal, ob du oder du schuldig bist. Es ist mir völlig egal, wir machen weiter, wir sind eine Familie, wir lieben uns. Ja. Ja, und aus dieser Entscheidung, aus dieser Erfahrung, aus dieser Kenntnis heraus, bekommst du zum Ende des Jahres sowas von krass Energie, richtig krass. Weil alleine die Erkenntnisse wie Blumen raussprießen, über dich, über dein Leben hochkommen, die dich, wie soll ich sagen, die dich endlich wieder in gutes Licht drücken, weil du endlich deine Tiefphasen im Leben bis jetzt nicht mehr aus einer ganz anderen Perspektive betrachtest sozusagen. Ja. Schon mal, die Gerechtigkeit ist auf jeden Fall auf deiner Seite. Weil du dich endlich von Schuldgefühlen befreist für all das, was du bis jetzt nicht geschafft hast oder verbaut hast sozusagen im Leben. Du siehst quasi, wo die Ursache herkommt. Weil du dich auch zum ersten Mal im Leben in diesen drei Monaten den Fragen des Lebens oder den Weckrufen des Lebens dich gestellt hast, weil du endlich auf die Pause-Taste gedrückt hast, weil du dich endlich für weniger ist mehr entschieden hast, was dir die Augen geöffnet hast auf dein Leben, auf deine Einstellung, dass du dich quasi nicht hinter irgendwas hinterherjagen musst, was gar nicht deins ist. Weil auch da lenkt dich diese Energie davon ab, endlich eine Entscheidung zu treffen. Wenn du fremden Zielen folgst, wenn du denkst, du musst jeden Tag arbeiten, du musst so und so viel machen, du darfst das nicht tun, darfst das nicht tun. Die Zwillinge sprechen nicht miteinander. Die sind irgendwo verloren, verstreut und versuchen, jedem gerecht zu werden. Sobald die anfangen aber, und das passiert jetzt zum Ende des Jahres, sobald die anfangen aber miteinander zu sprechen, merken, du merkst auch, dass du alle Kompetenzen besitzt für dein Leben. Du weißt ganz genau, was du möchtest, was du nicht möchtest, das weißt du. Du weißt ganz genau, was dir gut tut, was nicht. Du weißt ganz genau, wo deine Stärken, wo deine Schwächen vielleicht sind. Und bis jetzt durftest du es nicht zusammenbringen, na, dass du deine Stärken mit deinen Wünschen zusammenbringst, ne? Oder das, was du gut kannst mit deinen, wie soll ich sagen, also generell, dass du, wie gesagt, alle Anteile zusammenbringst.
fängst mit mehr selbstbestimmter, selbst aus sich herausleben, aus sich herausstrahlen zu leben und nicht mehr von außen beeinflussen zu leben. Ja, Ritter der Münzen und die Hohe Priesterin. Der Vollmond im Krebs, dann das ist die Energie. Oh, sorry, das ist keine Hohe Priesterin, das ist die Herrscherin. Ja, viele fangen tatsächlich auch Ende des Jahres, melden Gewerbe an, ja, kreieren etwas Neues, kreieren ein neues Werk, kreieren ein neues Leben. Es gibt auch zum Ende des Jahres ein paar Dates. Man öffnet sich wieder. Man versteht auch endlich den inneren männlichen Anteil. Der ist nämlich viel leidenschaftlicher bei euch Zwillinge, als ihr bis jetzt dachtet. Was auch bedeutet, dass ihr bis jetzt eventuell mit Typen zusammen wart, die nicht leidenschaftlich waren. Euer innerer Mann, dein innerer Mann ist aber wahnsinnig leidenschaftlich. Und diese Leidenschaftlichkeit darf aber mit einem gesunden Schutz verbunden sein, weil womöglich hast du viele leidenschaftliche Typen getroffen gehabt und die haben dich aber um die Nase geführt. Die waren leidenschaftlich, aber die wollten dich nicht. Na, die waren vielleicht sehr sexuell, aber die wollten keine Beziehung. Und da du aber jetzt erkennst, dass leidenschaftlich ist, was Gutes ist, also sagen wir so, es kann sein, dass aufgrund von diesen negativen Erfahrungen mit Leidenschaft du Beziehungen geführt hast mit Männern, die nicht leidenschaftlich waren, um dich quasi davor zu schützen, dass sie dich um die Nase führen können, dass sie dich ausnutzen können und so weiter. Oder dass du die Leidenschaft in deinem Partner ständig unterdrückt hast, weil du Angst hattest, verletzt zu werden. Merkst aber, dass Menschen und Männer ohne Ziel, ohne eigene, ohne Ziel quasi, ohne Leidenschaft, ohne Freude oder Neugierde an das Leben, nicht dein Ding sind, weil es nicht deinem inneren Mann entspricht, vollkommen komplett. Und hier sehe ich auch viele Timelines, wie sich Zwillinge entscheiden. Manche arbeiten dann an ihrer Beziehung, manche trennen sich von dem Mann, bei dem man merkt, ich bin da nicht gut aufgehoben, ich schlafe da ein, der ist gar nicht leidenschaftlich. Und für manche von euch kann das der letzte Baustein, der letzte Puzzleteil sein für die Vorstellung von eurem perfekten Mann. Das heißt, er darf leidenschaftlich sein, aber diese Leidenschaftlichkeit darf fair sein, ja, die darf nicht auf euren Schultern ausgetragen werden. Das heißt, der betrügt dich ständig und du bist aber mit ihm trotzdem zusammen, ja. Oder er betrügt dich nicht, aber der ist eine völlige Flaute. Und hier sehe ich, viele von euch manifestieren. Für viele Zwillinge wird diese neue, leidenschaftliche, bewusste, dynamische Beziehung ein Ziel für 2023 sein. Zum Ende des Jahres wird euch sowas von klar, welche Art von Beziehung ihr leben wollt, weil ihr eure innere Beziehung zwischen Zwillingen endlich aufgearbeitet habt, endlich angefangen habt zu verstehen, ja, beide Anteile von euch zu sehen. Das heißt, ihr seid sehr leidenschaftlich, ihr dürft sehr emotional sein, ihr dürft spontan sein und die Waage ist bei euch ausgeglichen, wenn ihr euch erlaubt, leidenschaftlich zu sein, aber auch realistisch zu bleiben, sagen wir mal so. Ne? Bis jetzt wart ihr vielleicht nur verträumt oder nur extrem realistisch in den Beziehungen. Ihr merkt, ohne, wenn man zu krass realistisch ist, verliert man die Romantik im Leben. Und wenn man nur irgendwie mit rosa-roter Brille durchs Leben läuft und gar nicht aus den Erfahrungen, Lebenserfahrungen lernt, dann stößt man immer wieder tappt man wie immer wieder in den gleichen Fettnäpfchen, sagen wir so. Ja, und das ist quasi diese Königin der Kelche und das sind diese drei der Kelche, die für euch als Hauptenergie für das letzte Quartal stehen. Ihr transformiert eure innere Beziehung, ihr entscheidet euch im Großen und Ganzen für Freude im Leben, ja. Ihr möchtet euch gerne mit Gleichgesinnten treffen. Es ist nicht so, dass ihr, also ihr fokussiert euch viel mehr darauf, dass eure Umgebung
euch gut tut. Ihr wisst, dass ihr viel geben könnt, ihr wisst, dass ihr ja, viel geben könnt, Punkt. Und mittlerweile lebt ihr auch die gesunde Fairness, dass ihr sagt, okay, dann ich will natürlich nicht nur die Einzige sein, die hier gibt, sondern die andere Person darf mir genauso viel zurückgeben, weil ich davon auch mich nähren kann, weil ich davon auch inspiriert werden kann. Ja. Also Leidenschaft, emotionale Freude, emotionales Hoch gehört jetzt für euch ab Ende des Jahres zu eurem Leben Bestandteil und gehört auch zum Bestandteil der Community, in welche ihr lebt und leben möchtet. Und mit dieser Community kann Familie sein, Partnerschaft sein, Kundenstamm sein. So viel dazu, meine wunderbaren Zwillinge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Freude bei diesem wunderbaren Zeitraum. Und ja, schaut euch gleich im Anschluss die Kollektivlegung. Unten drunter findet ihr den Link, genauso wie den Link zu Playlist mit all den anderen 11 Sternzeichen zu dem letzten Quartal im 2022. Viel Freude!